Schon seit über 20 Jahren besteht die BMW M3-Palette aus Limousine, Coupé und Cabrio. Nun ändern sich einige Namen. Der Viertürer heißt nach wie vor M3. Aus dem Zweitürer wird der M4. Zu ihm gesellt sich nun das neue M4 Cabrio. Mit 4,67 Meter ist das M4 Cabrio so lang wie seine M3 M4-Kollegen. Auch die optischen Merkmale sind ähnlich. Ein sogenannter Powerdome auf der Motorhaube, Außenspiegel im Doppelfußdesign sowie breit ausgestellte vordere und hintere Radhäuser. Trotz Leichtbau liegt das Leergewicht des M4 Cabrio bei 1825 Kilogramm. Der Grund hierfür verschwindet innerhalb von 20 Sekunden hinter den Insassen. Das dreiteilige Metallklappdach lässt sich bis zu einem Tempo von 18 km pro Stunde öffnen. Laut BMW wurden die Windgeräusche reduziert. Für mehr Komfort gibt es neben einem Windschott auch einen mehrstufigen Nackenwärmer sowie eine Beladehilfe. Sie hebt bei Bedarf das gefaltete Dach an, um den Kofferraum besser beladen zu können. Sein Volumen beträgt je nach Dachstellung zwischen 220 und 370 Liter. Den Motor teilt sich das M4 Cabrio mit seinen gleichstarken Brüdern. Hier wie dort arbeitet ein doppelt aufgeladener Reihensechszylinder mit 3 Liter Hubraum und 431 PS. Er stellt ein maximales Drehmoment von 550 Newtonmeter bereit, welches ab 1850 Touren bereitsteht. Ist das optionale Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Gängen eingebaut, sprintet das M4 Cabrio in 4,4 Sekunden auf 100 km/h. Manuell geschaltet dauert es 4,6 Sekunden. Wie bei BMW üblich wird die Spitze bei 250 km/h abgeregelt. Auf den Markt kommt der offene Kraftwagen im September 2014. Der Preis beginnt bei 78.200 Euro. Das sind exakt 6.000 Euro mehr als beim M4 Coupé.